Die Sache ist ja die, ich soll ja die Sachen austauschen. Die Rosenkränze und so zu stehlen, das ist nicht so schwer, aber... Ich habe ja keine Kohle. Wieso bin ich eigentlich überladen? Das ist die blöde Schaufel, die ich mit mir rumtrage. Sag mir, kommt Alois dich noch besuchen? Nein, er ist fort. Seit ich mein altes Geheimnis gebeichtet und vor Gott gebüßt habe, fühle ich mich leicht wie eine Feder. Nachts schlafe ich wie ein Baby. Ich danke dir. Ich meine, das haben wir ja damals schon. Haben wir sie damals schon gefragt, oder? So, sie hat Fleisch für mich. Aber ich soll das ja austauschen. Hühner. Sollte kein Problem sein. Vier Hühner. Das waren sicher Hühner. So, wo kriege ich denn vier alte Hühner her? Ich könnte jetzt natürlich welche schießen, aber die sind ja dann auch frisch. Ich muss dringend was aus meinem Inventar loswerden. Warte mal, das brauche ich, das Pferd gar nicht. Ach, das Pferd hat die ganze Zeit die Fackel gehabt. 7 Stück an der Zahl. Super. Ach, ja. Okay, das brauche ich eigentlich erstmal nicht, die beiden Sachen. Wieso habe ich so viele Kräuter dabei? So, bin ich jetzt wieder ein bisschen erleichtert? Ich hoffe es. Gott sei mit dir. Schauen wir mal, was sagt denn die Karte? Färbe das Wasser im Badehaus ist A. Brauche einen Trakt, mit dessen Hilfe du Wasser färben kannst. Ja gut, woher soll ich das wissen? Vertausche die frischen Waren des Fleischers mit verdorbenem Fleisch. Finde heraus, welche Fleischsorten der Fleischer auf Lager hat. Das waren ja Hühner. Schiere Rosenkränze, 0 von 5. Stiehl die Eier aus den Hühnerställen und lass dort Kohle zurück. Das heißt, ich brauche 3 Kohlestücke. Such hin und wieder den Scharlatan auf, um zu erfahren, wie verängstigt die Dorfbewohner sind. Vertausche die Hühner und zwar 4 an der Zahl. Okay. Das heißt, ich brauche 3x Kohle. Das kriege ich vielleicht sogar hier vom Händler. Ich weiß nicht, woher bekomme ich denn Kohle? Wer könnte denn sowas verkaufen? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, woher ich Kohle bekommen könnte. Kohl hat er. Nah dran. Hasenfleisch. Er hat Hasenfleisch. Nehme ich mal mit. Ja, das muss ich jetzt aber erstmal faulig werden lassen, ist das Problem. Wo bekomme ich Kohle her? Soll ich vielleicht mal hier oben in Pribislavitz vorbeischauen? Komm, wir schauen mal bei uns zu Hause vorbei. Wir haben ja dort auch Händler. Vielleicht verkaufen die ja Kohle. Holzkohle, es gibt es beim Händler, okay. Vielleicht gibt es irgendwo einen Müllhaufen im Dorf. Hm. Ja,
Glaube ich nicht, oder? Überfall, ja komm, nee. Machen wir jetzt nicht. Obwohl, Überfall wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die hätten vielleicht auch Sachen dabei gehabt, die wir brauchen könnten. Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Obwohl, vielleicht die Idee mit dem Müllhaufen gar nicht so schlecht. Früher, um die Zeit. Kein Mucks. Gib mir alles, was du hast. Dann hat man doch, Scheiße. Da waren die Straßen ja sehr, sehr schmutzig. Aua. Bam, voll auf die 12. Natürlich töte ich den Typen. Aber er ist schon tot, oder? So, was hat er denn dabei? Er hat auch wieder eine Fackel dabei. Goldene Spuren. Ganz cool. Boah, der hat richtig teure Sachen dabei, der Gute. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Steht er doch wieder auf? Der war doch tot, dachte ich. Zumal ich ihn auch, zumal ich ihn auch ja eigentlich zweimal versucht hatte zu treffen. Herrgott! Mehr! So, jetzt komm, Gnadenstoß. Ich drücke doch LT. Ach nee, LT. Autsch. So. Dann nehme ich mir jetzt den ganzen Krempel. Der hat echt krassen Scheiß dabei, der Typ. Richtig teures Zeug dabei gehabt. Ach, wartet mal. War doch mit der Schnellreise unterwegs. Nach Privislavs. Was? Stand da? Ja. Holzkohle gibt's beim Händler, hast du gesagt. Muss ich gleich mal schauen, welcher Händler das haben könnte. Ich habe ja auch direkt an einen Händler gedacht. Bei der Holzkohle. Und Hasen, wie gesagt. Hasen könnte ich im Wald schießen. Und dann einfach mich einen Tag irgendwo hinlegen und warten. Ich glaube, das frische Fleisch wird recht schnell schlecht. Schauen wir mal. Hasen jagen ist allerdings ein bisschen lästig. So, wird mir das hier angezeigt, was ich wo hab? Schauen wir mal. Hallo, der gute Heinrich ist wieder da, euer Fugt. So, wo war noch mal meine Kiste? Das hier war, glaube ich, mein Haus, oder? War das hier das Vogtshaus? Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau. So, Marius, genau, du warst hier, glaube ich, mein Kerl, ne, der alles mit mir zusammen aufgebaut hat. Ist das hier dann die Kiste, wo die ganze Kohle... Jawohl, 8800 Groschen. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ah, so doof, das wirft einiges ab. Mal gucken, ob ich hier inzwischen noch ein bisschen was machen kann. Ich möchte etwas. Wir haben alle Herausforderungen. Ja, wir haben alles gemeistert. Wie mache ich mal sehen? Was würdest du? Wir haben alle Herausforderungen. Sehr gute Arbeit. Dann bin ich ja froh. Okay, was anderes habe ich auch nicht erwartet. Beim Händler, wo du warst, gab es die. Da gab es Kohle? Nein, der hat Kohle gehabt. Keine Kohle, oder? Ja, ich schaue gleich nochmal nach, wenn wir dort sind. Ich muss sowieso zurück ins Dorf. So, wir haben einen Alchemietisch, Bäcker, Pferdehändler. Beim Pferdehändler schauen wir auch mal vorbei. Wir haben hier keinen Fleischer, oder? Hatten wir hier eine Metzgerei im Dorf? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ja, dann hat der... Gab es hier einen Fleischer? Scheinbar nicht.
Hatte ich mich für den Bäcker entschieden? Der Fleischer muss ja auch Hasen. Warte mal, hier gibt's. Da ist ein Huhn. Jetzt kein Fadenkreuz mit dem Bogen. Upsa. Ich erschieße nicht aus Versehen einen Dorfbewohner. Mein Gott. Ich glaube, ich muss das nämlich mit dem Bogen töten. Sag mal, wo ist es denn? Nehme ich einfach eins von denen hier. Irgendeins werde ich treffen. Kann man die gar nicht töten? Mein Gott, okay, ich bin auch gerade super schlecht. Ich treffe es nicht. Obwohl ich 1 Meter daneben stehe. Jetzt. Es ist direkt, wird direkt fertig, oder was? Das ist ja lustig. Vertauscht die Hühner zwar 4 an der Zahl. Ach, okay. Muss wirklich Hühner. Ich muss mir, glaube ich, gleich dieses Fadenkreuz anmachen. Das Jagen fand ich schon immer lästig. Hier im Spiel. Roll nicht weg! Nein, bleib stehen. Oh Gott. Jetzt einen Pfeiler aufheben hier. Dieses Bogenschießen macht mich echt wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, ohne das Fadenkreuz einzublenden. Es gibt ja da diesen Konsolenbefehl für. Das Blöde ist, der speichert den nicht. Das muss man jedes Mal, wenn man das Spiel neu aufmacht, neu eingeben. Oder man müsste es in die Verknüpfung, glaube ich. Würde auch funktionieren, schätze ich mal, wenn man es in die Startbefehle quasi bei Steam mit eingibt. Wenigstens sind die Hühner nicht... Mein Gott, das war jetzt schwerer als nicht zu treffen. Mein Gott, wieso treffe ich dieses Huhn nicht? Es ist direkt vor mir. Oh Gott. Das ist... Jetzt wird's peinlich langsam. So. Aber... Mutig von dem Huhn. Dass es nicht wegläuft, sondern... dem Tode ins Auge blickt in Form von mir. Oder es hat einfach nicht erwartet, dass ich es irgendwann nochmal treffe. Was mich auch fast gewundert hat, dass ich jetzt wirklich noch treffe. Okay, also, wir haben die Hühner. Wir brauchen noch die Kohle. Da hattest du, Luna, gesagt, die hättest du gegeben bei dem einen. Wieso komme ich da nicht mehr hoch? Mich jetzt für immer hier in diesem Hühnerstall eingeschlossen? Da hattest du gesagt, die gäbe es bei dem einen Händler, wo ich gewesen bin. Was brauchte ich noch? Färbe das Wasser. Boah, ein Trank, mit dessen Hilfe du Wasser färben kannst. Boah. Woher soll ich das denn rausfinden? Finde heraus, welche Fleischsorte. Okay, das hab ich. Die Rosenkränze klauen ist auch kein Problem. Okay, und die Kohle kann ich dort kaufen, hast du gesagt. Dann verlasse ich mich mal auf dich und reise mal dahin zurück. Dann können wir einen Großteil der Sachen erledigen. Komm schon, ich will... Ich will auf diese Schnellreise... Dahin will ich, genau. Dann kann ich einen Großteil der Sachen jetzt direkt erledigen. Ich wette, wir kommen auch so in der Abenddämmerung dort an, vielleicht sogar bei Nacht. Dann können wir direkt mit dem Diebstahl beginnen.
Ach stimmt, ich hatte, glaube ich, Hasenfleisch gekauft, ne? Kann das sein? Dass ich Hasenfleisch gekauft habe und ich aber Hühnerfleisch brauchte? Richtig dumm, ne? Das wird wieder nicht klappen. Ich will dein Geld, Bastard. Das ist der gleiche, das ist die gleiche Stelle wie eben. Ausdauer. Dann gehe ich in den Nahkampf. Das klappt nämlich mal ganz gut. Wenn man die nicht so weit wegschubsen würde immer. Aua. Das haben wir ja ganz gut, ja. Gute. Nicht, dass wir jetzt hier sterben. Das wäre ja dumm. Bam. Okay, der hat gesessen. Schön von oben auf den Kopf. Hat die Vergangenheit gezeigt, dass das eigentlich ja immer ganz gut klappt. Okay, Knockout. Und dann diesmal machen wir direkt einen kurzen Prozess mit ihm. So, und dann nehmen wir alles schön mit. Der so bei sich hat. Der hat nämlich richtig viel teures Zeug auch wieder bei sich. Genau wie der letzte Kerl auch. Oh, Ringelblumenaufguss. So. Auf jeden Fall gleich nochmal speichern, wenn wir ankommen in Ledetschko. Es ist nicht so ohne immer hier mit den ganzen Kämpfen bei Nacht. Wie gesagt, das Spiel speichert jetzt... Speichert meistens zwischendurch auch nicht automatisch. Deswegen, wenn man dann stirbt, tut das immer weh. Dann nochmal alles neu spielen zu müssen. Ich bin überrascht aber, dass das DLC jetzt doch so lange auch aufhält im gewissen Maße, weil diese Quests doch sehr laufintensiv sind. Weil eigentlich hatte ich gelesen, dass viele Leute innerhalb von einer Stunde schon durch waren durch das DLC. Okay, wir haben das Turnier zuerst gemacht. So gesehen haben wir also heute mit dem DLC auch erst angefangen, mehr oder weniger. Weil das Turnier ja nicht so wirklich dazu zählt. Das ist ja eher der Patch, der kam mit dem DLC. Aber... Naja, wenn wir uns alles... erkauft hätten, sage ich mal, dann wären wir vielleicht jetzt auch wirklich schon durch. Was ist jetzt los? Jetzt lädt das Spiel so lange. Ihr seht es nicht, aber es lädt noch. Jetzt, da sind wir. So, wir holen die Fackel raus. Wer ist da? Ich bin's, der Heinrich. So, und dann versuchen wir mal hier unauffällig uns nicht erwischen zu lassen und tauschen hier mal die Hühnchen aus. Das sieht nicht verdorben aus. Ach so. Okay, wir müssen es wirklich verderben lassen erstmal. Fleischer bemerkt die falsche Fleischsorte sofort. Okay, dann warten wir damit. Die Rosenkränze kann ich aber schon mal klauen. Wer ist da? Hey, wer ist da?
Ja, ich bin das doch, Mann. Das fragt ihr denn immer so blöd. Ihr lauft doch selber hier rum. Und außerdem schaut euch mal die anderen Dorfbewohner an. Hier läuft keiner mit einer Fackel rum. Ich bin der einzige Idiot, der sich dran hält und hier mit einer Fackel rumläuft, wie so ein Horst. Wo habt ihr denn alle ihre Rosenkränze? Ich hätte gedacht, dass die das draußen an der Tür hängen haben, aber irgendwie... Da, der hat eins, oder? Nee. Wo haben die das denn? Ich hätte gedacht, dass das außen an der Tür hängt. Muss ich jetzt bei allen Leuten einbrechen und denen ihre Zeug klauen aus der Wohnung, oder? Ich weiß ja gar nicht, ob die einen Rosenkranz haben. Wo hat man früher denn sowas aufgehangen? Ich dachte über der Tür. Ein Kreuz hat man doch auch immer über der Tür aufgehangen. Oder macht man ja auch heute noch. Okay, ich laufe wieder so ein bisschen planlos rum hier. Mein Gott, ich bin's. Und hol mal deine Fackel raus, du Arsch. Ja, du hast keine Fackel. Weißt du nicht, dass das gegen das Gesetz ist, nachts ohne Fackel rumzulaufen? Also guck nicht so unschuldig. Ja, was ist los mit dir? Die Menschen merken sich deine Untaten. Was hat er denn jetzt wieder für ein Problem? Schaut mal, er will mich hier irgendwie anscheißen. Bei der Stadtwache, weil ich angeblich irgendwas gemacht habe. Gar nichts gemacht. Oder, ach so, hey, ich habe die... Wer ist da? Die Keule draußen. Wer ist da? Was? Was? Zeig. Hey, wer ist da? Wartet mal. Ich steck mal die Keule weg. Wieso hat er denn die Keule draußen? Normalerweise hat er doch immer nur die Fackel. Ich stehe doch hier. Soll ich mich denn noch offizieller zeigen? So, wahrscheinlich bekomme ich jetzt wieder Ärger, weil ich hier mit der Keule, mit der Blutverschmierten rumlaufe mitten in der Nacht. Ja, okay. Sehe ich ein. Kommt ein bisschen komisch rüber. Aber ich bin von Banditen überfallen worden. Hallo, ich habe auch eine gute Ausrede, ja? Dieses blöde Spiel mit den Türen knacken, was mit dem Controller immer so unheimlich schwierig geht. Deswegen mache ich das nach wie vor mit Maus und Tastatur. Ja, ich wette, hier gibt es keinen Rosenkranz. Oh, hi. Hi, ich habe nichts gemacht. Was ist das denn? Der Deathcore-Spieler. Wie läufst du denn rum? Hast du verloren beim Spielen, wa? Die Wette verloren. So, ich muss mal irgendwo einbrechen jetzt hier. Glaube ich. Die Kränze zu stehlen. Sieh hier aber auch nirgendwo. So ein Rosenkranz. Ich hätte gedacht, die hängen über der Tür. Das Spiel gibt einem auch keinen Tipp, ne? Mal schauen. Steht irgendwas im Questblock? Stehe Rosenkränze steht da einfach nur. Da ist auch noch nicht mal ein Buchstabe, der mir irgendwie einen Tipp geben würde. Was ist das? Hey. Hi. Och, hier wären ja noch ganz viele Hühner gewesen. Die hätte ich auch hier alle erschießen können. Ich gehe mal hier oben gucken. Ist ja offen. Ich wüsste, wie diese Rosenkränze aussehen. Beziehungsweise, wo die Leute das haben.
Aber in diesem Dorf scheint irgendwie keiner Rosenkränze zu haben. Da kann ich auch keine stehlen. Oder haben die das alle in ihren Kisten? Das hier ist doch kein Rosenkranz, oder? Das ist eine Öllampe. Ja, ich hau ja schon ab. Ich bin ein bisschen ratlos. Habt ihr einen Tipp für mich? Wo kann ich die Rosenkränze finden? Schau mal hier nach. Achso, das ist direkt entriegelt. Hallo? Ja, bist du jetzt extra rausgekommen, mitten in der Nacht, um mir Hallo zu sagen? Die ist ja auch hart drauf, die Frau. Erwischt jemanden, wie er im Haus rumschleicht bei sich und geht einfach mit dem auf die Straße, um ihn zur Rede zu stellen, beziehungsweise um Hallo zu sagen. Wie geht das denn nicht automatisch auf? Ich hatte doch mal diesen Skill. Dachte ich, dass sich leichte Schlösser automatisch knacken. Hier schlafen einfach nur die Leute, aber die haben keine Rosenkränze. Ich hau mal ab. Truhe oder Tasche vielleicht? Die sind doch so klein. Meinst du, die haben sowas in der Tasche? Das wäre aber heftig, wenn ich da Taschendiebstahl begehen muss. Ich meine, es könnte sein, ne? Was zur Hölle? Aber einen Rosenkranz hängt man eigentlich auf. Also ich kenne nur diese... Okay, die habe ich jetzt geweckt. Ich... schleich mich mal ins nächste Haus und versuch mal dort die Leute zu beklauen. Du entwischst nicht. Was jetzt? Hat er mich erwischt? So, helfe mir doch jemand. Was ist los? Damit kommst du nicht durch. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich will jetzt gerade eigentlich nicht speichern, wer weiß, weswegen ich hier angezeigt werde. Ach komm, wir legen uns mal hin, schlafen bis zum nächsten Morgen, vielleicht sieht dann alles besser aus. Ach, das ist hier, kann ich auch nicht pennen? Ist das nicht das Gasthaus hier? Theoretisch könnte ich die Kohle beim Händler klauen, ne? Das wäre so ein Ziel. Wo war der nochmal? Hier, ne? Das ist der Händler? Ne, hier, das war der Händler. Aber bei dem bin ich ja eben schon drin gewesen. Oder? Wie ist denn hier wieder verschlossen? Bin ich hier nicht eben schon eingebrochen? In das Haus? Ich dachte fast ja. Klar bin ich eben schon eingebrochen. Wartet mal, ich zieh mal meine Klamotten aus. Dass ich ein bisschen schwerer zu hören bin. Schau mal,
Ich müsste eigentlich speichern. Ich speichere mal. Weil wenn ich die Leute beklaue, das Klauen ist immer so eine Sache. Ob das gelingt. Dabei. Headshot.